So, da wären wir wieder. Die Bürger zu retten. So, ich spring den einfach an. Und nehme mein schönes Messerchen. Mein Rasiermesser. Den im Bart ein wenig zu rasieren. Zurecht zu stutzen. Aber die halten sich irgendwie nicht still. Lass mich doch aus Fröse mal bei euch arbeiten, Mensch. Tag. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ja. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Also sie hätte keine Hilfe gebraucht. Das hätte man mir auch früher sagen können. Gemeinsam obsiegen wir. Danke, ihr Partisan. Also die Partisanen sind echt super. Ganz ehrlich. Ja, verdammt. Dass immer wieder Leute im Weg stehen. Bang, bang, bang. Habe ich den nicht. Vor seinen Augen zu stehlen. Stellt das ein Problem dar, wenn man stillt und nicht vor seinen Augen ist, etwa? So, da müssen wir lang. Ich möchte eigentlich nur den seine Messer noch. Danke. Entschuldigung. Tag. Vorsicht jetzt. Entschuldigung. Ja, Alter, ihr... Ich habe jetzt 5 Messer geschmissen. Kein einziges hat getroffen eigentlich. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Nicht so hysterisch, Lady. So. Dann sollte unser nächstes Ziel sein. Schauen wir mal auf die Karte einfach. Wir retten diese Bürger. Diese Bürger retten wir einfach mal. Lauf, 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 lauf. Wuhu. Kletter da rauf. Wow. Fast wie mein Zimmer und mein Zuhause. Aber nur fast. Seht, die kaputten Dachdielen. Diese wunderschöne Fassade. Da. Mein wunderschönes Regal. Bestehend aus Wandstücke. Der Schimmel dort an der Decke. Ah, ein Traum. Und, ja. Meine einzige Feuerstelle. Die übrigens sehr und luftdurchlässig ist. Und einziger Nachteil, was ich sagen muss, ja, im Winter bräuchte man fast eine Klimaanlage, weil hier ist es so heiß. Entschuldigung. Wir haben besser ab, bevor wir noch mehr bei dem Typen da auffallen. Darüber bitte. Naja, da ist das viel schöner. Sieht aus wie ein Knast. Da, die Gitterstäbe. Das könnte wiederum Altairs zu Hause sein. Und diese Badeschüssel gehört in Wirklichkeit Angela Merkel. Da. So. Haben wir wieder ein paar Messer irgendwo? Das wird dich lehren zu stehlen. Irgendwo. Völlig egal. Wo? Messer, 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 Messer. Ach, dann erledigen wir die ohne Messer halt. Mach Platz. Ein Traum, wie sich diese Frauen befummeln lassen in dem Spiel. Ich frage mich bloß immer, was am Anfang das soll, warum die Soldaten, die Gelehrten... Sie sagten nicht, was sie von mir wollten, aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann, aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Wo war ich? Nicht noch alle. Ihr könnt auf mich zählen, Freund. Ich hau ja ab. Oh, verdammt. Na, Schatz, ihr werdet alle sterben.
Vielen Dank. Aber ja, das Problem ist erledigt. Boah. Wie wär's, wenn du mal deinen Körper bedeckst? Wo war ich jetzt? War ich nicht? Was haben wir gerade geredet? Ach ja, ich frage mich immer, warum die Soldaten am Anfang jeder Stadt sich von Gelehrten befummeln lassen. Die Soldaten dieser Stadt. Die Gelehrten sich von den Soldaten der Stadt befummeln lassen, nicht andersrum. Was macht was macht die Soldaten so geil, die Gelehrten zu befummeln? Ich verstehe das nicht ganz. Aber egal. Da ist ein Aussichtsturm, den holen wir uns auch gleich. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Guten Tag. Wollt mich nur ein wenig umsehen. Bin gerade beim Shoppen. So. Jo, 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 jo. Dann? Wo könnten wir als nächstes hin? Schauen wir mal wieder auf die Karte. Ich heiße Map. Ich hasse diese Serie. Kennen Sie doch trotzdem. Dann müssen wir da lang. Ach, verdammt, da ist wieder ein Soldat und wir kommen hier auch gar nicht runter. Fällt mir auf. So sieht es doch schon viel besser aus. Kann ich da durch? Danke. Hey, die Wohnungen hier, die würde ich alle mieten wollen. Sind zwar Einzimmerwohnungen, aber egal. Das sind Traumwohnungen. Fast wie von zu Hause im Glück. Ist so begnadet wie der gute Chirurg, der die Hospitaliter anführt. Garnier von Nablus ist unerreicht. Nicht dein Ernst. Hört eure Rufe, eure Beschwerden. Ihr sagt, er wendet euren Leiden den Rücken zu. Aber das ist ungerecht. Unwahr. Nicht dein Ernst. Der predigt von den Doktor. Geh jetzt mal nebenbei darauf. Stellt euch mal vor. Ihr geht zum Tierarzt. Auf dem Weg findet ihr irgendeinen Kerl, der sagt, Schönheits-OP ist bei Dr. Garnier. Oder irgendeinen anderen Doktor, ist der völlig egal welchen. Schönheits-OPs. Er macht euch richtige Schönheiten in der Welt. Welcher normale Mensch würde das predigen? Das den ganzen Tag. So in der Art, ihr müsst krank sein, Leute. Und dieser Doktor heilt euch. Das ist irgendwie ein wenig unlogisch, finde ich. Aber egal. Wuhu. Wer lauert da schon wieder? Lass mich durch. Du hast mich jetzt da reinspringen sehen. Naja. Sie weiß nicht, wo ich stecke. Volk von Akon, hört her! Garnier von Nablus ist ein guter Mann. Er möchte euch helfen. Er hat einen Eid geschworen, zu helfen und zu heilen. Ein Versprechen, das er nicht brechen wird. Schon bald, meine Freunde, schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld, wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. Und was hat er mit dir angestellt? Dich hat er zu einer Frau verwandelt. So wie ich das sehe. Ist sicher auch sehr positiv.
Entschuldigung. Haltet ihr das für amüsant? Das nochmal und wir werden sehen, wer zuletzt lacht. Ich bin eine Pestbeule. Ich muss zum Arzt. Der hat gesagt, ich bin eine Pestbeule. Mann, ey, der sieht doch aus wie eine Frau. Meine Familie ist sterben. Na, nicht schon wieder so eine. Gib mir doch ein bisschen Geld. Ja. Für was? Dann kaufst du dir Alkohol und Zigaretten. Jetzt geh halt weg. Ah. Wenn er sich mal ein wenig beeilen würde. An eurer Stelle würde ich gehen, bevor ich richtig wütend werde. Verdammt, komm schon. Ich glaube, das sind so, also die komischen Fritzen sind so, nicht Milizsoldaten. Wie nennt man die? Die Pflicht, in den USA sind sie recht bekannt, Patrioten. In dem Fall für Akko. Haben wir jetzt endlich mal eine Gasse gefunden, wo ich den höflich begrüßen kann? Jetzt rennt die schon wieder herum. Ey! Schon langsam habe ich Lust, dich zu schlagen, nicht ihn. Geh weg. So. Du willst mich verarschen, oder? Jetzt rennt der wieder zurück. Alter. Ich starte gerne die Befragung auch gleich hier. Aber hier sind halt ein wenig viele Soldaten. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Ey, wie viele gibt es von denen? Dich habe ich gerade gerettet. Also sei still, geh weg. So, ich verprügel den einfach in der nächstbesten Situation, würde ich jetzt mal sagen. Geh mal weg. In Gottes Namen wollt ihr von mir? Also die Vase schaut gut aus, Lady. Sie rennen ja nicht gegen mich. Gut. Der folgt ihm auch, wie man sieht. Du hast so schönes, seichtes Haar. Ey, ich stock gleich bei dir die Befragung. Ach, geh weg. Ja. Ich glaube, die beste Situation ist einfach jetzt, das zu starten. Karl, was kommt? Natürlich kommen jetzt die blöden Hunde auch, ja? Gnade, Gnade, tötet mich nicht. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert, um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht, was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler, nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum, geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Das tut mir leid. Ganz ehrlich. Ich hau ab. Klar noch ein paar Messer mal. Kannst du mir die Messer geben? Hallo? Hallo? Im Kreis drehen. Wie toll! Geh weg. Okay. Jedenfalls tut mir der ein wenig leid. Mein Gott! Geh mir bitte aus dem Weg. Tut mir der ein wenig leid. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Wer hat das getan? Wie habe
Sei still. So, weg hier. Warum streiten Sie dieses Mal? Aber eine Schlägerei. Habe ich jetzt eine Schlägerei verursacht? Nö, okay. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Leute, peace! So, Freunde, das war's wieder mit dieser Folge. Hier findet ihr einen Button zum letzten Teil, falls ihr diesen noch nicht gesehen habt. Oder ihr schaut euch einfach den nächsten Part an, wenn der natürlich hochgeladen ist. Dort oben findet ihr dann noch einen Button zu meinem Kanal. Vergesst nicht, das Video fleißig zu kommentieren und zu bewerten. Und es würde mich stets freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, peace!